Hallo, heute ist es wieder Lou for You. Heute gehe ich zu Revolverheld, dieser Band. Ich habe so ein Fan-T-Shirt gekauft. Oder auch ein Plekton. Sorry, ich habe gerade eben genießt. Und wir fahren jetzt gleich los. Und das dauert eine Weile. Und dann sind wir da. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir einen Parkplatz kriegen, weil jetzt sind anscheinend nur 500 Parkplätze. Da denkt man sich auch erstmal, okay. Also ich dachte mir, dass mein erstes Konzert ist, glaube ich. Ja. Und 500 Parkplätze. Ich dachte jetzt, oh mein Gott, so viele Menschen. Aber meine Mutter sagt, so nur 500 Parkplätze. Also gab es schon mal mehr. Das ist die lange Version von meinem ersten Konzertbesuch. Also wir sind jetzt bei Revolverheld, ich und meine Mutter. Hi. Und gleich geht's auch los. Der Einlass ist jetzt schon vorbei. Wir sind irgendwie so ziemlich als Letzte reingekommen. Guck mal. Das ist total cool. Hier war alles still. Wir haben Sitzplätze, weil ich Angst hatte, dass ich totgetrampelt würde. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Aber ich finde, das ist eine Hammeraussicht. Genießt es. Weil jetzt ist unser Jetzt komplett begrüßt. Live und unplugged. Wir sind zum ersten Akt Revolverheld!
irgendwann wird alles das zu Ende sein. Und ich werde anfangen, mein Leben zu feiern. Ich werde die Welt verändern, werde mich alles besser machen. Werde anfangen, wieder klar zu kommen, mal über mich selber lachen. Ich werde die Welt verändern, werde mich alles besser machen. Werde anfangen, wieder klar zu kommen.
Lass uns gehen, lass uns gehen.
Gespräche enden nur mit Fragezeichen. Wir zerfransen uns nur in Kleinigkeiten. Wir haben zu viel gesagt und dann zurückgenommen. Und jetzt sitzen wir müde und benommen. Leider können wir beide maßlos übertreiben, um später halt doch drunter zu leiden. Wir können versuchen, uns ein letztes Mal zu streiten, um so zu tun, als ob wir beide nicht mehr leiden. Nicht alles, was wir sagen müssen, wieso meinen, es gibt Worte, die bleiben.
Ich werde nie erfahren.
Konzert sehr müde und konnte deswegen keinen Absprecher gleich machen, aber jetzt ist er ja da. Also lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und Abos, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Blue for You!